Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Mercedes-Benz Arena. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolf Fuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Da sehen wir die heutige Aufstellung der Stuttgarter. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Er holt sich vorne den Ball. Da hat er durchaus Optionen. Das war keine gute Flanke. Fängt diesen Ball ab. Da kommt der Pass. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses wirklich schönen Treffers. Erst der Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert, und da gibt es nichts mehr zu halten. Ball rollt wieder, Rückstand nun also für die Eintracht. Max. Max. Guter Vorstoß, kann was werden. Den Ball hält er fest, gute Aktion. Das frühe Stören jetzt. Sie stören früh, da ist der Ball. Erstmal rausgefaustet. Sie klären, Ball im Aus, gibt Ecke. Die kurze Variante. Er hat den Ball. Wird da was draus? Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Keine gute Verteidigung hier gegen Mario Götze. So kommt er problemlos vorbei. Ganz stark vom Torwart. Yeah.
Sie führen die Ecke kurz aus. Der geht nicht ein. Super Chance. Was für eine Szene. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Schwache Aktion, Ballverlust. Oh, weiter mit dem Ball, tolle Szene. Keine gute Aktion. Wir sind in der Schlussphase dieses ersten Spielabschnitts. Die Gastgeber mit einer knappen Führung. Es ist eine verdiente Führung aus meiner Sicht. Mit einem Tor sind sie vorne, machen viel richtig, stehen gut, haben klasse Ideen. Ich glaube, wenn sie so weitermachen, dann kann es den erhofften Sieg geben. Pascal Stenzel. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Der war gar nichts. Mittelstädt. Oh, der Pass kann gefährlich werden. Flanke an den kurzen Pfosten. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Ball läuft wieder, Frankfurt muss zulegen. Im Moment steht noch dieser knappe Rückstand zu Buche. Gute Aktion jetzt. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, weg ist der Ball. Jetzt die Hereingabe. Hätte gefährlich werden können, war es dann aber eigentlich doch nicht. Götze. Das ist natürlich ein guter Pass. Könnte der Ausgleich werden. Drin ist der Ball, alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Wenn sie es ihm so leicht machen, dann fällt das Tor. Sehen wir hier nochmal sehr schön. Alles frei, keine Mühe. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Mittelstädt. War kein guter Pass. Ja, starker Pass. Gute Aktion vom Torhüter.
Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Jetzt kommt der Wechsel. Götze. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gleich wird hier ausgewechselt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Nun Götze. Jetzt ist Platz für den Konter. Und da ist der Ball wieder weg. Gut verteidigt. Abgeblockt. Weiter geht es mit einem Einwurf. Und jetzt verändern Sie doch mal was. Mario Götze geht runter. Er macht zu. 6 Minuten haben wir hier noch. Einwurf, der Ball war draußen. Die Uhr läuft hier langsam aber sicher runter und auch die Fans spüren, dass sie noch mal Gas geben müssen. Wenn es hilft, vielleicht sehen wir hier noch mal eine Schlussoffensive und das späte Tor. Eine Minute wird jetzt noch oben draufgepackt. Max. Das ist ein vielversprechender Pass. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Da ist nochmal die Chance auf den Sieg. Es gibt eine Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Er bringt den Ball nicht raus. Timmy Chandler. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden.